Weltform mit einem Compal Pre-Production AMD-Gerät, das 13 bis 5 Watt benutzt, wenn es im Gebrauch ist. Und wir haben hier wirklich ein schönes Touchscreen-Display. Und wie ihr sehen könnt, das ist gerade hier im Dock eingebunden. Das Ganze kann man natürlich zuklappen wie ein Notebook. Wir haben hier noch ein paar Anschlüsse dran. Wir haben zum Beispiel HDMI, zwei USB-Netzwerk und Strom hinten. Strom ist gerade ein bisschen rausgerutscht. Das Ganze ist natürlich Pre-Production, deswegen recht schwer. Ist aus Metall gebaut und wenn wir es zuklappen, eigentlich schaut das Ganze aus eher wie ein Notebook. Wir haben hier anschlussmäßig nicht viel aus SD-Kartenleser, An- und Ausschalter, Kamera noch eingebaut. Oben haben wir hier so ein Kickstand für das Tablet, das ich gleich hier natürlich auch rausnehmen werde aus der Hülle. An der Unterseite steht nochmal iLove APU und auf der anderen Seite haben wir noch Thunderbolt-Anschluss, Micro-USB, Micro-SD, Kopfhörer und ich denke mal Strom, bin mir aber nicht sicher. Wie schon gesagt, das Ganze ist Pre-Production, das ist nur ein Proof of Concept, davon gibt es nur ein paar auf der Welt. Und ja, wenn ich es aufklappe, seht ihr nochmal, da läuft Windows 8 und das Ganze kann man hier einfach andocken, auf die Seite schieben und dann einfach rausnehmen und dann seht ihr, ja, das ist wirklich ein sehr schickes Gerät. Wir haben hier vorne natürlich auch noch eine Webcam mit zwei Mikrofonen dran und wie schon gesagt, man kann hier das Ganze hochklappen, auf den Tisch stellen, entweder so rum, zum Film anschauen zum Beispiel, natürlich muss das Bild sich dann drehen oder wenn man bequem schreiben will, kann man es natürlich auch so rum hinstellen und dann kann man ganz bequem hier drauf schreiben. Mein Name ist Bayerisch Graf von LTV, das war hier das Compal Pre-Production Gerät für ein Tablet Notebook Dock von AMD mit wenig Stromverbrauch bis zum nächsten Mal von der Computex 2012.